Es ist mal wieder an der Zeit, ein Stück Kultur, an dem sich das Phantaseland bedient hat, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. In unserem Video 5 Fakten über die Black Mamba, das am 1. April 2020 online gegangen ist, haben wir bereits gesagt, dass das Lift Hill-Gebäude des im Jahr 2006 eröffneten Inverted Coasters ein reales Vorbild hat, und zwar die große Moschee von Djenne, die sich in Mali befindet. Heute werden wir das sakrale Lehmgebäude allerdings ein wenig stärker in den Fokus rücken. Wir wünschen dir viel Spaß mit dem Video. Zuerst gibt es ein paar Hintergrundinformationen zur Nation, in der sich die große Moschee von Djenne befindet. Bei der Republik Mali handelt es sich um einen westafrikanischen Staat. Obwohl das Land flächenmäßig 3,5-mal so groß ist wie Deutschland, leben dort nur 20 Millionen Menschen. Das liegt daran, dass der Großteil der malischen Bevölkerung im südlichen Teil des Landes lebt und der Norden, der sich bis tief in die Sahara erstreckt, kaum besiedelt ist. Mali ist ein muslimisch geprägtes Land. Schätzungen zufolge sind rund 90% der Bevölkerung Anhänger des islamischen Glaubens. Und genau hier kommt die große Moschee von Djenne ins Spiel. Wann genau die ursprüngliche Moschee errichtet wurde, ist nicht bekannt. Allerdings lässt sich ihre Entstehung auf die Zeit zwischen 1180 und 1330 eingrenzen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das Gebäude jedoch zerstört. Der radikale Führer Sekou Amadou, der in kriegerischen Auseinandersetzungen erst Djenne und später auch Mopti eroberte, ließ die Moschee im Jahr 1834 demolieren und anschließend verfallen. Da das Gebäude komplett aus Lehm besteht, muss sein Zustand ständig kontrolliert und gepflegt werden. Da dies nicht mehr getan wurde, verkümmerte die Moschee ziemlich schnell und war nicht mehr von Nutzen. Nach dem Vorbild des alten Bauwerks entstand Anfang des 20. Jahrhunderts die neue Lehmmoschee, die damals wie heute zusammen mit dem vorgelagerten Marktplatz den Mittelpunkt der Stadt Djenne bildet. Das 150 Meter lange und 20 Meter hohe Gebäude gilt als Denkmal der nordafrikanischen Baukunst und wurde im Jahr 1988 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Für die Einwohner von Djenne hat das Lehmgebäude einen sehr hohen Stellenwert. In der Regenzeit führen starke Niederschläge und Temperaturschwankungen dazu, dass die Moschee beschädigt wird, weshalb sich die Einwohner anschließend aufmachen, um die nötigen Renovierungsarbeiten vorzunehmen. Dies geschieht im Rahmen einer festlichen Veranstaltung, die meistens im April stattfindet. Die gleichmäßig angeordneten Holzpflöcke, die dir sicher auch schon am Lift Hill-Gebäude der Black Mamba aufgefallen sind und die zur Stabilität der Moschee beitragen, dienen den Arbeitern hierbei als Gerüst. Sie setzen sich auf der oberen Fassadenfront fort, die mit Leitern schwer zu erreichen und den Wettereinflüssen besonders stark ausgesetzt ist. Darüber hinaus gilt diese Holzverzierung als charakteristisches Zierelement nordafrikanischer Baukunst. Auf der Nord- und Südseite werden die breiten Fassaden der auf einem Sockel errichteten Moschee durch jeweils 3 Minarette unterbrochen. Die massiven Türme wurden mit Straußeneiern geschmückt, was daran liegt, dass Straußeneier schon seit Jahrhunderten den Ruf eines wertvollen Statussymbols genießen und darüber hinaus angesehene Kunst- und Dekorationselemente sind. Musik.
Wir schließen das heutige Informationsvideo mit einem bekannten deutschen Musiker ab, der die große Moschee von Jenne glücklicherweise schon besichtigt hat. Googelt doch mal bitte alle oder guckt in irgendwelchen anderen Suchmaschinen. Lehmmoschee Jenne. Jenne schreibt sich D-J-E-N-E. Mit irgendwelchen Accents. Ja, mit irgendwelchen Accents, die kenne ich nicht. Man findet es auch ohne die Accents. Kleiner Tipp. Offensichtlich. Das habe ich, das war ein Schwarz-Weiß. Band, den ich irgendwo, ich blätterte so da drin, oder ich glaube sogar, war auf jeden Fall schwarz-weiß, es kann auch sein, dass es ein französisches Magazin war, auf jeden Fall, ich hatte davon noch nie gehört und ich sehe das und dachte so, oh, ein Foto von vor 100 Jahren so, und dann lese ich so, nee, das ist jetzt, und ich wusste, ich muss das jetzt sehen, sofort, und habe dann extrem kurz entschlossen mein Motorrad nach Senegal verschifft, habe in Dakar, wo ich auch noch nie war vorher, das Motorrad durch den Zoll gebracht und bin dann nach Mali gefahren auf dem Landweg, also komplett wahnsinnig, es gab keine wirkliche Verbindung zwischen Senegal und Mali. Also die Straße hört irgendwann auf und dann bin ich halt immer irgendwelche Pisten gefahren, also wo halt Leute mit dem Esel lang sind. Alter, weil alleine? Weil ich wollte das sehen. Also es war wirklich so, ich habe es nicht ausgehalten. Und dann stand ich davor und war echt so, krass. Das war es einfach wert. Und dann bin ich halt noch 4-mal oder 5-mal dahin gefahren, weil es einfach so unvorstellbar ist. Dein Verhalten wirft Fragen auf. Ja. Du musst sie bitte stellen. Ich habe auch. Ding, 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 ding. Das war unser Informationsvideo zur großen Moschee von Jenne. Eventuell gibt es den einen oder anderen Zuschauer, der Produktionen dieser Art langweilig findet, da sie streng genommen nur am Rande etwas mit dem Phantasialand zu tun haben. Wir finden jedoch, dass man die kulturellen Einflüsse, die man in den verschiedenen Themenparks vorfindet, nicht ignorieren sollte. Schließlich ist die Black Mamba viel mehr als eine Achterbahn, die sich seit Mai 2006 durch die Themenwelt Deep in Africa schlängelt. Und wenn man ihre Hintergründe erkannt und verstanden hat, macht eine Fahrt nochmal doppelt so viel Spaß. In diesem Sinne, wir wünschen dir noch eine fantastische Woche und freuen uns wie immer über positive Bewertungen. Bis zum nächsten Mal. Deine Phantasialand-Infos.